Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und ich weiß, das Format ist jetzt schon, glaube ich, eine Woche oder noch länger nicht gekommen. Ich muss jetzt unbedingt zusehen, dass ich wieder viele Videos davon aufnehme, weil der heutige Park, der mir eingesendet wurde, ich kann es mal eben kurz für euren Stand euch sagen, der ist vom 6.8. Also es ist schon von über einem Monat. Ich habe noch einige Parks in meinem E-Mail-Postfach, also vielen, vielen Dank. Ich werde die jetzt alle nach und nach abarbeiten, also wundert euch nicht, wenn ihr einen Park einschickt. Das dauert alles ein bisschen, aber sie sind nicht in Vergessenheit geraten. Ich habe da eine Liste und ich mache die nach und nach in der Reihenfolge arbeite ich die ab. Und heute haben wir einen Park von Iron Fist 2103. Der hat mir auch eine kleine E-Mail dazu geschrieben, hat mir das Ganze auch per E-Mail gesendet, logischerweise. Hat dazu geschrieben, hey Dandy, als ich deinen Kanal vor ein paar Monaten und vor allem dein Zuschauerpark-Bewertungsformat gesehen habe, habe ich mir die Mühe gemacht und die Kampagnenparks von Isla Matanceros und Isla Muerta umgebaut. Also mal sehr interessant, nicht die Sandbox-Map. Einzig und allein für dieses Format. Oh, da freue ich mich. Würde mich freuen, wenn du sie bewerten könntest. Ich feiere deine Videos und hoffe, dass du sie noch lange weitermachen wirst. Jetzt noch ein paar Facts über die Parks. Das heißt, wir werden heute zwei Parks angucken und dafür dann nicht so viel Zeit in den jeweiligen Parks investieren. Aber das Gute ist natürlich, dass die beiden Inseln, die du jetzt bebaut hast, ja ein bisschen kleiner sind. Und ich denke mal, dadurch wird sich das sowieso ausgleichen. Zu den Facts von den einzelnen Parks kommen wir dann in den jeweiligen Parks. Dazu geschrieben hast du noch, PS, könnte sein, dass einige Dinos sterben, da ich so lange an den Parks gesessen habe. Okay, ist ja nicht schlimm. Weitere Parks folgen. Alles Gute, Iron Fist. Vielen, vielen Dank, Iron Fist. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt in den ersten Park. Und dann nehmen wir als erstes Isla Matanceros. Isla Matanceros, 200 Meilen westlich von Costa Rica. Da sind wir. In deinem Park. Dem ersten. Das ist schön, mal so einen Kampagnenpark zu sehen. Matanceros ist, glaube ich, die erste Insel, ne? Ich glaube schon. So, da sind wir angekommen. Ja, hier haben wir noch eine Mission und sowas an, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Ich ziehe mal ganz kurz hier was auf einen anderen Bildschirm. Und jetzt lese ich euch mal ganz kurz die Fakten zu dem Park vor. Der Name ist Jurassic Zoo. Viele verschiedene Dinosaurier, alle benannt. Okay. Und zwei relativ lange Gyrosphärenfahrten. Lohnen sich aber. Okay, das heißt, wir werden nicht so viel Zeit investieren in rumdüdeln, sondern werden uns ein bisschen beeilen und dann die Gyrosphärenfahrten in Ruhe genießen. So, Auftrag abgeschlossen. Ja, die Stimmen habe ich aus, das ist ganz gut. So, wir fangen hier vorne an. Also das Ganze heißt Jurassic Zoo Site A. Okay. Vorne hast du dann so ein paar Besucherläden. Hier auch sehr, sehr schön, immer so ein bisschen Klippe, ein paar Felsen und so eingebaut. Das ist echt cool. Hier hast du dann so einen kleinen Industriebereich. Das ist natürlich auch nochmal schwierig, dass du alles mit Strom versorgen musst. Ne? Das ist natürlich alles dann nicht ganz so einfach, als wenn man einfach im Sandbox bauen kann. Hast du den Berg hier selber angelegt? Ah, tatsächlich, okay. Hier hast du sogar so ein bisschen hügelig gemacht. Finde ich sehr, sehr cool. Das ist eine schöne Abgrenzung. Und wir gehen mal hier durch. Fastfood-Restaurant, die hast du alle soweit nicht benannt. Ja, den Industriebereich, den lassen wir, glaube ich, auch mal außen vor. Falls ich da ein bisschen durchrushe, liegt halt daran, dass wir zwei Parks haben und ich gerne die Zeit in die Gyrosphärenfahrten investieren will. Weil hier vorne haben wir schon die erste. Das Ganze heißt das Ab... Was? Apatotal? Oder Apatotal? Okay, Apatotal wahrscheinlich. Schwieriger Name. Da gehen wir jetzt mal direkt rein. Wir fahren natürlich selber. Ich hoffe, das obere ist richtig. Ja. Okay. Ist tatsächlich lange her, dass ich Jurassic World Evolution gespielt habe. Bin momentan mega auf dem Green Hell Trip. Jetzt werden wir mal hier genießen. Mal sehen, was wir hier finden. Jetzt haben wir hier gar nicht die Stimmen an, ne? Ich weiß nicht, ob ich die Stimmen anmachen soll. Weil sonst kommen immer diese Aufträge, die uns dazwischen labern. Mit den Inseln. Okay, ich sehe da vorne schon mal ein Apato müsste das sein. Da zu unserer Linken. Und das hier sind Coritos. Sind das Coritos? Ich glaube schon. Sehr, sehr schön. Also sind wir hier auf jeden Fall schon mal in einem großen Pflanzenfressergehege. Guck mal, kommt er auch noch runtergelaufen zu uns. Finde ich immer toll, ne? Wenn man so eine Schleiter gerade ein bisschen nach links ab. Wenn man so eine Gyrosphärenfahrt hat und die Dinos kommen zu einem. Mega nice. Wir können sozusagen unter dem Hals hier von dem Apato durchfahren. Jetzt aber schnell. Sonst hängen wir da gleich fest. Hier zu unserer Linken haben wir nochmal einen Apato, der gerade trinkt. Schon ein tolles Bild, ne? Weiter geht die wilde Fahrt.
Ich glaube, so groß ist die gar nicht. Das geht voll klar. Du hast ja auch geschrieben, relativ lang, ne? Ist ja immer Ansichtssache. Hier ist jetzt gerade leider nicht viel von Dinos zu sehen. Aber da vorne sehr, sehr schön hügelig hast du es gemacht. Allgemein hast du es sehr, sehr schön gemacht mit der Landschaft, mit dem Bergigen. Wenn ihr mal schaut da hinten, wie schön der Übergang da ist. Von hier unten nach da oben. Sieht sehr natürlich aus. Auch schön mit den Felsen und sowas da hinten, mit den Klippen. Sehr nice gemacht. Hier haben wir einen Beobachtungsturm. Auch schön erhöht hier. Das ist eine gute Position. Werden wir auch gleich nochmal durchschauen. Die Strecke ist auch nicht zu steil, das geht echt klar. Leider sehen wir nur gerade nicht viele Dinos, aber das kann man nicht beeinflussen. Die laufen halt rum, wo sie möchten. Wir überholen hier nochmal. Dauert sonst zu lange. Ich habe hier auf jeden Fall noch andere Dinosaurierarten gesehen, als den Apatho und den Corito. Nur sind die alle hier unten, glaube ich, ne? Jo. Da haben wir sie. Jetzt fragt mich nicht, was das für welche sind. Da muss ich, glaube ich, einmal kurz aus der Geosphäre raus. Hyango, okay. Aber diesen Dingern komme ich immer durcheinander. Ob jetzt Kentro, Hyango. Ah, die haben ja auch alle noch Namen, ne? Da fliegen wir nachher mal drüber. Das glaube ich am einfachsten. Jetzt werden wir jetzt die Tour unterbrechen. Ich glaube, dann habe ich aber alle Dinosaurierarten gesehen. Ich habe noch irgendwie was Straußenähnliches gesehen. Sowas wie ein Galli oder so da vorne. Schauen wir mal, was das ist. Fahren wir noch einmal kurz hin. Ich glaube, die Strecke ist nämlich schon fast rum. Das ist ein tolles Gehege. Richtig schön mit den Höhenunterschieden hast du es gemacht. Das ist ein Struthiomimus, oder? Oder was ist das? Bin ich mal um? Ich glaube, das ist ein Struthiomimus. Ja, müsste eigentlich sein. Und, ich glaube, das war schon die Fahrt, ne? Hetzen wir hier mal durch. Geht's hier zurück? Ich glaube, hier geht's zurück. Jo, okay, wir haben die Fahrt geschafft. Schauen wir mal ganz kurz die Namen an. Und nochmal das Gehege von oben. Oh mein Gott, das sieht echt nice aus. Also es ist richtig schön gestaltet hier mit diesen Klippen und so. Hast du das richtig nice gemacht. Und die Höhenunterschiede. Schaut euch das mal an, wie viel Arbeit das bestimmt war, das überzuglätten und so. Weil die sind alle richtig schön gleichmäßig. Und ja, es sieht halt alles sehr natürlich aus. Hast du richtig gut hinbekommen. Hm, jetzt schauen wir nochmal eben kurz die Dino-Namen an. Hier haben wir Alfons, Christopher, Bernd, Carsten, Christel, Christian, Carol, Maya, Caroline, Gustav, Ina, Manfred, Willi, Harald, Jürgen, Hermine und darunter ist, glaube ich, noch einer, aber den kriege ich gerade nicht. Ist auch nicht weiter schlimm. Davis, Alfonso, hatten wir nicht Alfons vorhin schon? Ach ja, Alfonso und Alfons, okay. Und Albert, also sehr, sehr schöne Namen. Aber wir haben alle Dinosaurierarten gesehen in der Fahrt, also ich bin sehr zufrieden. Gehen wir weiter, ich würde sagen... Also rechts ist der große Weg. Ich glaube, das ist der Hauptweg. Nein. Ich würde sagen, wir gehen hier nach links das erste Mal. Also als erstes. So, einmal hier hoch. Und dann haben wir hier nochmal eine wunderschöne Costa Rica-Höhen. Okay, sind das alles Costa Rica-Dinosaurier? Das wäre mega nice. Hast du darauf geachtet, wo man die, wo die Fossilien Grabungsorte sind? Können wir das nicht sogar nachgucken eigentlich? Ich glaube schon, ne? Aber eine richtig schöne Sicht, seht ihr das? Super nice, weil es so schön weit oben ist. Ich guck mal kurz nach. Es müsste doch eigentlich gehen, dass wir... Costa Rica. Müsste doch irgendwo... Ist Costa Rica nicht hier? Irgendwo? Ich habe keine Ahnung. Costa Rica ist doch Südamerika, oder nicht? Hm, kein Plan. Ja gut, ist ja auch nicht weiter schlimm. Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben, ob das alles... ja, Dinosaurier sind, wo die Fossilien in Costa Rica gefunden wurden, oder nicht? Mich mal interessieren. Dann geht's hier noch weiter. Schön geschlängelten Weg, schön dicht den Zaun rangebaut. Finde ich nice. Und hier kommen wir zu dem Turm, den ich vorhin angesprochen habe. Der hat bestimmt eine richtig gute Aussicht. Jo. Oh mein Gott. Also richtig nice Aussicht. Da hat man richtig, richtig guten Blick auf den Park. Ja, das mit den Anzeigen da oben ist leider ein bisschen nervig, aber das kann ich nicht verändern oder nicht ändern. Ist halt leider kein Sandbox-Park, wo man ganz in Ruhe alles erkunden kann. Okay, wunderschön. Sehr gut gelungenes Gehege. Hier vorne ist nochmal ein Schutzraum und eine Bar. Und dann haben wir hier, wie heißt das eigentlich? Malcolm-Höhe, okay. Hier haben wir Leinwitz-Seen. Okay, sagt mir jetzt nichts der Name.
Wir sehen auf jeden Fall schon mal Stegos da unten. Und noch eine Gyrosphärentour. Und auch hier wieder mit den Klippen. Richtig cool gemacht mit dem Höhenunterschied. Sieht man jetzt schon. Also man ist halt hier unten und hier oben ist eine komplett andere Ebene, hast du so gemacht. Also richtig nice. Fällt mir gut. Richtig aus wie so Klippen hier. Richtig, richtig cool. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange ab hier in die Gyrosphäre. Und dann fahren wir mal los. Kollege, lass uns durch. Ich werde voll ausgebremst. Lass mal eben überholen. Jetzt kommen wir hier nie voran. Hier schön an so einem Felsen vorbei. Und hier haben wir... Das müssen jetzt Gullis sein, glaube ich, ne? Bist du ein Gulli? Ja, bist ein Gulli. Machen wir kurz vorbei und drehen mal. Na, du Kleiner. Ich mag Gullimimus, ne? Voller Dinosaurier. Der passt meiner Meinung nach in jedes Gehege. Sogar ein Fleischfressergehege als Beute. So. Genau, jetzt sind wir nämlich auf dieser höheren Ebene. Richtig cool, dass du das Gehege sozusagen in zwei Ebenen aufgeteilt hast. Da unten ist halt noch eine... Also die Höhe da unten und hier oben. Das ist richtig nice. I like it. Gucken wir mal, Gullimimus, schön über die Strecke. Hier sehen wir die Stegos. Stegos sind auch toll. Kommt sogar gerade richtig schön hier angelaufen für uns. Einmal Show machen. Jetzt kommen wir leider gerade nicht vorbei. Ich finde es ja echt immer noch schlimm, ne? Guckt euch mal die Texturen hier unter uns an. Wie matschig die einfach sind. Oh mein Gott. Ich hoffe wirklich, dass das noch gepatcht wird, weil es sieht echt nicht schön aus. Ich rutsche hier voll runter. Gullis. Aber diesmal kommen die Dinosaurier auch. Oh. Kommen sogar richtig nah. Na, wie geht's? Ich glaube aber, hier sind nur Gullis und Stegos drin. Aber ich finde, es muss ja auch gar nicht immer so sein, dass so viele verschiedene Dinosaurierarten in einem Gehege sind. Ich finde es auch teilweise echt cool, wenn man ein bisschen sparsamer in den Gehegen ist. So, hier fahren wir in ein anderes Gehege. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Werden wir gleich hoffentlich rausfinden, was für Dinos es hier gibt. Aber da der Zaun ziemlich klein ist, oder so ein unsicherer Zaun, gehe ich mal auch von Pflanzenfressern aus. Es regnet. Meine Güte, fahren die alle langsam. Noch kein Dino gesehen. Oh, es ist kein Pflanzenfresser. Raptoren? Oh mein Gott, hier sind Raptoren drin. Oha. Raptoren mit so einem Zaun? Das ist aber gefährlich. Eieiei. Da bist du aber mutig. Da sind einfach mal Velociraptoren drin. Krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Ich habe jetzt aber nur zwei leider gesehen. Die anderen verstecken sich bestimmt. Bestimmt mehr als zwei gemacht. So. Ah. Schnell hier mit durch. Hier werden wir gleich begrüßt wieder von den tollen. Und das ist ja auch Gullis? Ja, aber das sind diese anderen, ne? Was haben wir denn hier noch? Stego. Also in dem Gehege hier kommen die Dinosaurier wirklich in einer Tour angelaufen. Guten Morgen. Nicht schlecht. Ganz wie. Also genau das Gegenteil vom anderen Gehege. Da haben sie sich ja eher versteckt. Ich glaube, damit haben wir schon die zweite Tour abgeschlossen. Okay, das ging jetzt relativ fix, also sehr, sehr gut. So, gehen wir nochmal in diese Perspektive, schauen uns das Ganze nochmal an. Also richtig schön gestaltet. Ich finde die Idee hier mit diesen zwei Ebenen echt cool. Das hast du richtig schön gemacht. Dass hier unten was ist und dann hier oben so eine Ebene. Mega, mega nice. Und hier oben hast du dann auch diesen Übergang so gemacht. Richtig, richtig cool. Da kommt gerade eine Ziege. So, schauen wir nochmal kurz. Okay, es waren nur drei Stück. Wer dann? Oder wer den? Blue und Ivan. Basti, MC Expert, Stegi. Sind das hier alles Gullis jetzt gewesen? Oder Archeos? Da. Archeornotomimus waren auch noch dabei, habe ich ja gesagt. Hast du schön gemischt.
Erna, Wilhelm. Ich flieg mal einfach rüber, ja, über die Namen. Ihr könnt es ja selber lesen. Das nicht alles vorlesen. Hazen, Genie. Okay, super. Fliegen wir weiter. Hier geht's weiter, den Weg. Was haben wir hier? Fossilienzentrum? Nein. Kein Auftrag. Expeditionszentrum. Ja, es sind halt alles Gebäude, die man braucht. Hast du aber trotzdem schön gelöst hier mit den Bäumen und der Deko. Rangerstation, ACU-Zentrum, Kraftwerk. Es ist halt wirklich schwierig, das alles unterzubringen und dann noch schön zu bauen. So, hast du auf jeden Fall meinen Respekt. Und dann noch alles vernünftig mit Strom zu versorgen. Und das hast du wirklich schön geregelt. Hat bestimmt lange gedauert. Industrieberg. Du hast halt richtig schön mit diesen Erhöhungen gearbeitet. Das gefällt mir richtig gut. Also wenn man das so sieht. Richtig, richtig nice. Ist echt gut gemacht. So, was ist das jetzt da unten? Was könnte es sein? Ist das ein... Das hier ist ein Nodosaurus. Okay, Nodo. Sauropelter. Okay, Sauropelter. Ich hatte gerade auch noch irgendwie Polarkanthos. Ne, Polarkanthos ist ein ganz anderer. Das ist einer mit Stacheln mehr, ne? Ach, keine Ahnung. Ich komme mit solchen Dinos immer so durcheinander. Das ist krass. Wissenschaftszentrum. Okay. Gibt es denn hier noch was anderes außer die Viewing Gallery? Hier unten sogar noch ein Turm. Morrison. Senke. Das sind doch hier Morrison-Formationen. Das sind doch alles so Grabungsstätten, oder nicht? Hier sieht man leider gerade keine Dinos. Stecken sich alle. Aber ihr seht schon, wie schön das Gehege gestaltet ist, ne? Richtig nice. Das ist echt nicht so einfach, hier mit diesen Gewässern das gut hinzukriegen und dann hier zu erhöhen und so. Das war bestimmt viel Arbeit. So. Und die beiden jetzt hier fighten für uns. Sieht fast so aus, ne? Stefan und Steffi. Sehr passend. Zwei Sauropelter. Wir machen gerade einen Machtkampf über die Alpha-Rolle. Aber natürlich mal gucken, ob die Frau Alpha-Weibchen bleibt. Jo, die Frau hat sich durchgesetzt. Steffi hat sich durchgesetzt. So, und hier haben wir noch Niklas. Und einer versteckt sich, Nils. Nils versteckt sich gerade im Wald. Da ist er. So, und dann sind wir hier schon am Ende. Hier ist auch dieser. Das ist echt cool. Das ist schade, dass man solche steileren Berge und Klippen nicht so bauen kann, ne? Das ist halt hier auf der Insel schon so ein vorgegebener Berg. Aber so hätte ich zum Beispiel gerne bei meinem, wie heißt er denn? Diesen kaputten Park hätte ich gerne den Vulkan so gemacht. Der Vulkanpark habe ich ihn genannt, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. So hätte ich den auf jeden Fall gern gemacht, aber es geht leider nicht. Ist leider nicht machbar. Dann gehen wir mal den großen Weg hier lang. Hier haben wir einmal zur rechten Hammondberg und nochmal Hammondberg. Ach, wir scheinen hier auf dem Berg zu sein, ne? Also eine kleine Anhöhe. Berg würde ich es jetzt nicht nennen. So, hier waren wir gerade schon drin mit der Gyrosphäre. Haben wir schon gesehen. Aber zu unserer Rechten ist noch was Neues. Oh. Werden wir auch gleich begrüßt. Sehr schön. Auch wieder eine tolle Aussicht, ne? Wieder schön erhöht und mit den Erhöhungen gearbeitet. Also das hast du wirklich drauf. Sehr gut gemacht. Da hinten sehe ich auch Brachios, Paras. Mega, mega nice. Ach, da fährt auch nochmal eine Gyrosphäre durch. Okay, wir haben noch eine Tour vor uns, Leute. Es gibt sogar mehr als zwei. So, gehen wir mal nochmal kurz hier hin. Und dann Ceres. Hey, waren wir auch noch nicht, ne? Wir gehen erstmal nach hier oben, Leute. Wir gehen erstmal hier lang. So. Da haben wir einen Giga am Schlafen. Gute Nacht. Schlaf schön. Das ist der Standard-Giga-Skin? Ich glaube schon, ne? Aber der ist cool. Günther. Günther schläft. Ja, das ist der Standard-Skin. Finde ich aber cool, den Standard-Skin, muss ich sagen. Feier ich. So, dann geht's hier nochmal lang. Hier ist nochmal ein Fossiliengebiet. Auch sehr gut. Den Turm waren wir gerade schon drin. Ansonsten hat man hier noch... Das ist einfach nur das Giga-Gehege. Ja, wir gehen mal hier weiter. Warum nicht? So, dann haben wir hier zu unserer Rechten zwei Barrys gerade am Machtkampf. Barry und Barbara. Hier setzt sich sogar das Männchen durch, so wie es aussieht. Ja. Also genau das Gegenteil. Aber hier ist auch eine ganz andere Optik so verwendet. Hier ist das mehr so sumpfig. Also sehr, sehr cool. Passt auf jeden Fall. Bitte schönes Gewässer, was auch über beide Gehege und sowas geht. Also das hast du wirklich schön gestaltet. Sieht nice aus. Das ist ganz schön viel zu erkunden, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich da nicht lieber zwei Videos draus machen sollte. Bin ich mir gerade noch unsicher. Oh, wie viel es hier noch gibt. Wie schön das hier ist mit dem Wasser. Es ist schon nice, mal auf einer anderen Insel zu sein, ne? Sieht man mal was anderes. So,
Triceratops sehen. Was haben wir denn? Styracus sehe ich und... jetzt kommt es wieder. Ist das Hyangus? Ach, Gigantspino, ich erkenne sie nicht. Nee, ich weiß es auch nicht. Styracus und Sinus sind auch hier. Oh, eine Krankheit ist ausgebrochen. Egal, da kümmern wir uns jetzt nicht drum. Wir werden hoffentlich gleich hier durch sein. Das Gehege. Also auch sehr, sehr schön. Hier hast du auch wieder schön mit den Höhenunterschieden gearbeitet. Nice. Hier unten wieder eine andere Ebene. Auch richtig cool. Schau dich das mal an. Also das ist echt super nice. Hier mit den Klippen und so und dem Wasser. So toll gemacht. Und überall noch diese schönen Türme untergebracht, dass man eine gute Sicht hat. Schaut mal, wie schön die Sicht einfach ist. Oh mein Gott. Richtig, richtig gut gemacht. Also da steckt viel Arbeit hinter, das sieht man. Über die Namen fliegen wir nochmal ganz kurz rüber hier. Die hatten wir ja gerade schon. Ich gehe mal kurz rüber. Ist ja die Mühe gegeben. Hier ist einer nicht benannt. Den benenne ich. Dandy. Ich bin verewigt in deinem Park. So. Ist noch einer nicht benannt. Tja. Da sind die ersten Fehler passiert. Da macht ja nichts. Okay, komm, warte, wir machen anders. Dandy und Mühe. Sind jetzt beide in deinem Park verewigt. So, dann geht's hier weiter. Hier zu rechten sind nochmal Fleischfresser. Zwei Suchomimos. Simi und Chimi. Hier gibt es dann auch nochmal einen Turm. Auch sehr cool platziert hier, der Turm. So ein bisschen erhöht, dann den Weg so vorbeigeschlängelt. Richtig schön. Hier sind sie gerade am Fressen. Nur über mir. Hier geht's runter, ist auch nicht zu steil. Also richtig gut gemacht. Nein. Fastfood-Restaurant. Sorry, wenn ich mich hier gerade so ein bisschen beeile. Ey, wie cool das hier aussieht einfach, ne? Schaut euch das mal an mit den Höhenunterschieden und so, wie du es gemacht hast. Und dann hier das Innovationszentrum im Hintergrund. Es ist wirklich so nice. Also richtig, richtig cool. Dann geht's hier nach unten. Also das mit den Höhenunterschieden, das finde ich richtig cool. Das hast du mega nice gemacht. Das sieht einfach so gut aus. Auf jeden Fall die beiden Suchos. Geh nochmal hier zurück. Schau nochmal hier eben durch. Suchosee. Was haben wir denn da? Meine Kleine. So. Gehen wir hier nochmal zurück. Suchosee. War Sturmabwehrstation. Hier haben wir auf jeden Fall dann nochmal einen schönen... Wo war ich hier schon? Ich komme gerade echt ein bisschen durcheinander. Ah ne, das ist das Gehege, wo ich vorhin schon reingeschaut habe. Da haben wir gleich noch eine... Part von uns. Ah, wie cool das aussieht einfach alles, ne? Hier ist dann so ein Besucherbereich auf jeden Fall. Hier ist dann ein Innovationszentrum. Ich hoffe, der Dino stirbt hier oben nicht. Und hier geht's dann in die nächste Gyros-Fernfahrt. So, da steigen wir mal ein. Und dann fahren wir die mal. Haben wir ja schon ungefähr gesehen, welche Dinos es hier gibt. Paras sind so tolle Dinos, ne? Nur du hübscher. Boah, mit dem grünen Skin, den feiere ich auch richtig. Aber der hat nur schöne Skins, der Para. Mich durch. Ich glaube tatsächlich, dass ich das hier in zwei Folgen aufteile, Leute. Weil wir haben ja noch einen zweiten Park vor uns. Und dieser Park dauert jetzt schon ein bisschen länger. Und er ist auch echt schön. Ich will jetzt hier auch nicht so durchrushen. Der ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Hat sich echt viel Mühe gegeben. Sehr, sehr schön. Wie viele Dinos hier sind. Na du Hübscher. Komm immer mehr. Ich komme hier nie durch. Okay, ich muss mich mal schnell slalommäßig hier durchschlängeln. Sie sind überall. Was sind das hier? Mutaburas, glaube ich, ne? Hier sind überall Dinos. Das ist richtig krass. Okay. Jetzt ist hier wieder kein Dino mehr. Nur so ein einsamer Brachiosaurus.
Und zwei sind schon krank, zwei Dinos. Das tut mir richtig leid, aber... Ja, kann man jetzt nicht ändern. Richtig schön hier unter dem Schweif durchgefahren. Da ist er gerade am Pressen da oben. Wollen wir ihn auch nicht weiter stören. Richtig cool. So, was haben wir denn hier? Oh, schaut mal. Den haben wir noch gar nicht gesehen heute. Da haben wir einen Diplo. Der hat uns auf jeden Fall auch bemerkt. Der schaut uns auf jeden Fall an. Nicht, dass er uns jetzt hier wegpeitscht mit seinem Schweif. Oh. Klingt uns bedrohlich nahe. Hier geht es sogar noch weiter in ein nächstes Gehege. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es, dass diese Insel so groß ist. Also krass, wie viele Gehege du hier untergebracht hast. Das ist richtig nice. Und dann noch ein Innovationszentrum und alles. Also richtig, richtig gut gemacht. Jetzt kommt es hier wieder. Okay, das sind jetzt aber Polarkantos, oder? Ja. Okay. Immerhin etwas, was ich richtig erkenne. Bin gerade am Trinken. Wollen wir auch nicht weiter stören. Weiter geht's. Oh, steile Kurve. Schläft irgendwas? Das sind Pachis. Ist der auch ein Pachi? Das ist auch ein Pachi. Morgen. Oder bist du krank? Sag jetzt nicht, dass du der Kranke bist. Hm. Sollte ihn vielleicht nicht stören. Auf jeden Fall sind hier noch Pachis drin. Das ist auch sehr cool. Ah, er ist gerade erwacht. Okay. Ihm scheint es gut zu gehen. Dann ist ja alles super. Fahren wir weiter. Einmal hier durch. Sehr schön. Das ist eine Beobachtungsgalerie. Nein, niedrige Gesundheit. Es tut mir im Herzen weh, ne? Den nicht zu helfen. Ich mach das gleich, sobald ich fertig bin mit dem Park. Werde ich ihm auf jeden Fall helfen. Was macht denn der Dino da? Ach, der trinkt? Sieht ja abgespaced aus. Mal die Körperhaltung an, weil es da so bergab geht. Ein Brachio. Hm. Ja, lassen wir mal in Ruhe trinken. Ohne schlafen Paras. Ah, hier gibt es einfach so viel zu entdecken. Aber wir sind durch hier mit der Gyros-Fernfahrt. Sehr, sehr toller Park. Also ich kann schon mal sagen, es ist das schönste Isla Matanceros, was ich je gesehen habe. Ich habe aber noch nie eins eingeschickt bekommen. Tatsächlich. Habe ich auch persönlich nie... Wie schön das hier auch aussieht, ne? Die ganze Gestaltung und so hier. Den Gehegen. Im Innovationscenter. Ich fliege hier nochmal ganz schnell über die Namen rüber. Ich habe hier schon die Mühe gemacht, die alle zu benennen. Aber es sind halt wirklich, wirklich viele. DJ Tilda. Ich übersehe hier keinen. Matthias. Wille Wander. Sehr, sehr coole Namen. Oh, das sind da oben die ganzen Strutius und so, die krank sind. Oh, die Armen. Ich werde euch gleich retten, Jungs. Keine Sorge. So. Gehen wir weiter. Also hier vorne, das Gehege haben wir gesehen. Hier waren wir auch drin in dem Gehege. Gehen aber hier nochmal runter. Hier haben wir noch nicht durchgeguckt. Pachisenke. Das sind nämlich die Pachis, wo ich erst dachte, die wären krank. Und, oh, Ankis, die haben wir gar nicht gesehen. Da sind noch Ankis drin. Also das sind richtig viele Dino-Arten hier noch untergebracht. Dann hier vorne haben wir nochmal ein Hotel. Hotel 5. Ja, auch mit einer schönen Sicht, ne? Also man sieht relativ viel vom Park. Auch wenn es natürlich sehr bewaldet ist. Aber ich finde schon, dass man viel erkennen kann. Also sehr, sehr cool. Man sieht auch den ein oder anderen Dino. Sehr nice. Und ansonsten haben wir hier noch... Das Gehege haben wir noch gar nicht gesehen, ne? Kanotal. Ne, haben wir noch gar nicht. Und Felsen. Auch nicht schlecht, ne? Fühlen sich die Kanos vielleicht nicht ganz so beobachtet. Sind aber leider gerade hier unten. Hier sind sie gerade. Tristan. Ich weiß nicht, ob es einer ist oder ob es zwei sind. Fängt gerade auch an zu regnen. Ist das einer oder zwei? Ne, ist nur der eine. Tristan. Und hier sind noch die beiden Suchos. Die hatten wir ja schon gesehen. Die schlendern hier gerade gemeinsam durch den Dschungel. Sehr, sehr cool. Hast du hier auch wirklich richtig cool gemacht mit dem Innovationscenter und dann die Gehege drumherum und
dann noch mit Höhenunterschieden gearbeitet. Also das war bestimmt nicht einfach. Und dann, dass hier die Wege noch gerade bleiben hier oben. Das ist echt viel Arbeit gewesen, glaube ich. Aber richtig cool. Auch wie du das hier gelöst hast mit den Wegen. Dass man hier vorne reingeht. Und hinten hat man sozusagen nochmal, ja, so einen Weg, wo man dann die Aussicht auf die Gehege genießen kann. Richtig, richtig schön gemacht. Also, ich sag mal, wir sind jetzt soweit durch, glaube ich. Ich glaube, wir haben alles gesehen. Müsste eigentlich. Also ich sag mal so, ich fand den Park richtig, richtig cool. Du hast es richtig schön gemacht mit den Höhenunterschieden. Würde mich mal interessieren, wie lange du daran gesessen hast, weil das sieht nach sehr viel Arbeit aus, wie du hier rein investiert hast. Hat richtig Spaß gemacht, ihn anzuschauen. Falls euch der Park gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen und schreibt es auf jeden Fall auch mal in die Kommentare, wie ihr den Park fandet. Und wenn ihr auch mal einen Park einsenden wollt, dann könnt ihr das Ganze tun. Unten in der Videobeschreibung steht drin, wie das Ganze funktioniert. Entweder per E-Mail oder per Discord könnt ihr mir das Ganze schicken. Park 2 von Iron Fist war der Name, ne? Von Iron Fist, der kommt heute auch noch. Also den werde ich jetzt auch gleich noch aufnehmen. Werde ich auch am gleichen Tag veröffentlichen. Aber ich will das Ganze nicht in ein Video packen, weil das Video sonst einfach zu lang wird. Deswegen mache ich noch ein zweites Video draus. Ich freue mich schon auf den Park, weil nach diesem ersten Park ist es natürlich sehr vielversprechend. Und seid mir nicht böse, ich muss mal ganz kurz die mal eben hier heilen. Das bringe ich nicht übers Herz. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann später. Ich denke mal, gegen 18 Uhr oder so wird das zweite Video kommen. Sehen wir uns dann in dem zweiten Video, in dem zweiten Park von Iron Fist. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.